Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, und wie ihr seht, ich bin noch mal vom Trabia Garten weg und wollte mir eigentlich nur hier beim Schumidorf noch mal den Drawpunkt holen mit Ultima. Eigentlich wollte ich den mir ein paar Mal holen, habe dann einmal geholt, bin dann wieder raus, habe draußen ein paar Kämpfe gemacht, so 5 Stück, bin dann wieder rein, der war aber immer noch nicht aufgeladen. Und dann war hier so ein kleiner Wald. Da dachte ich, renne ich doch mal da schnell hin. Der sah eher aus, so ein kleiner Runder, ne? Ein richtig Runder. Ja. Und dann kam das hier auf einmal. Und da dachte ich, na, das muss ich auf jeden Fall in der Aufnahme zeigen. Nur muss ich dazu sagen, mit den Chocobos hier in Final Fantasy 8 ist eigentlich nicht so das Besondere. Aber wir können es ja mal gucken, was das so ist. Ich meine, für die PlayStation 1 brauchte man ja direkt so eine Chocobo-Station oder so, ne? So eine Memory-Card, die dafür ausgelegt ist. Hier brauche ich es nicht, weil das ja die PC-Version ist, ist das ja gleich mit drinne. Weiß aber nicht ganz genau, wie das jetzt funktionieren soll. Aber wir werden mal sehen, wir machen es mal einfach. Ihr seid in einem Chocobo-Wald für Anfänger. Wenn ihr so einen Lärm macht, laufen die Schokobos alle weg. Ja, geht mal wieder raus hier. Ich mach das hier schon mal. So, dann schauen wir mal, was er uns erzählen will hier. Ah, du willst einen Schokobo fangen? Ja. Zum Fangen brauchst du Flöten. Brauchst du eine Schokoboflöte? Du verlangst doch Geld dafür. Sowas werde ich doch nicht tun. Ich schenke dir die beiden hier. Nur muss ich für die Nutzung der Gebrauchsanleitung Schulgeld von 1000 Gil verlangen. Ich zahle ja schon. Danke. Okay, dann erkläre ich dir alles. Zuerst die beiden Flöten. Mit der Chocobo Sonar erfährst du die Position. Durch den Chocobo Sack wird der Chocobo aufgescheucht. Wenn du in diesem Wald den Chocobo-Sack spielst, werden die Chocobos angezogen und fallen von oben herunter. Die Richtung ermittelst du mit dem Chocobo-Sonar. Nachdem du mit B3 die Flöte ausgewählt hast, halte einfach B2 gedrückt und lauf herum. Also Moment, 1, 2, also die beiden Tasten, okay, alles klar. Also die erstmal auswählen. Okay. Die kleinen interessieren mich nicht. Ich will schließlich darauf reiten. Lass mich doch zu Ende sprechen. Wenn ein Chocobo-Kid alleine zurückgelassen wird, taucht die besorgte Chocobo-Mutter auf. Also genau der richtige Moment, sie zu fangen. Genau. Sie sind ziemlich friedlich. Ich fasse mal zusammen. Mit B3 den Chocobo Sonar wählen. Okay. Und mit B2 darauf spielen. Wenn sich der Ton ändert, ist ein Chocobo in der Nähe. Mit B3 den Chocobo Sack wählen und dann B2 fangen. Okay. Sprich den Chocobo Kid an, wenn er alleine ist. Das Muttertier kommt gleich angerannt. Okay, wenn kein Chocobo in der Nähe ist, klingt das so. Okay, schlägt doch unten kaum aus. Wenn ein Chocobo in der Nähe ist, so. Ja, dann schlägt es auch mehr aus. Behalte die Melodie im Kopf. Ja, das war ein Piepen und keine Melodie. Das alles scheint dich zu nerven. Wenn du mit B3 um Hilfe schreist, kann ich dir für einen extremen Billigtarif einen fangen. Aber Vorsicht, wenn kein Chocobo in der Nähe ist und du trotzdem den Schokosack benutzt, wird er dir geklaut. Ab nächstes Mal ist die Flöte nicht mehr kostenlos. Ja, war ja klar. Viel Glück. So, na gut. Chocobo Sonar.
Nee. Aber ich sollte doch. Ach hier. Oh, hier ist ziemlich deutlich. Ja, ich glaube. So, jetzt nehmen wir den Schokobo Sack. Ah, drei kommen da gleich runter. Soll ich die nicht anreden? Ach so, mit der Taste. So, jetzt hauen sie alle wieder ab. Machen wir doch nochmal. Oder ich habe das hier noch nicht ganz verstanden. Zack. Fliegen wieder alle weg. Ah ne, einer kommt zurück. Ne, Moment. Ich muss dann loslassen, ne? Nee. Ach so, ich verstehe. Warte mal. Den weg. Ah, dann hauen die doch beide auch ab. Das ist ja komisch. Nehmen wir nochmal den Zack. Dann hauen die auch beide ab. Ja, Leute, ich weiß es nicht genau. Ich hatte ja vorhin den genommen als erstes. Können ja mal den hier. Aber die hauen dann auch wieder ab. Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Seht ihr das? Jetzt hauen die auch wieder ab. Hilfe. Du willst was von mir? Gibst du auf? Ich gebe dir einen Rat. Gib auf und zahle die 1200 Gil. Okay, ich zahle. Hallo, ich zeig dir mal meine super Technik. Komm, komm, lieber Schokobo. Bitte, bitte. Hey, hey. Was sagst du dazu? Okay. Mit dem Schokobo aus dem Wald reiten. 2, 3, 4. Gratuliere zu deinem ersten Schokobo. Als Dank für den regen Besuch gibt's heute eine Schokobo Boy Dynamik Sonderangebot. Verstehe, kann ich jetzt gehen? Halt, 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 Moment. Zur Feier des Tages gibt's heute ein Schokobo Kit umsonst. Den kleinen? Gib ihm einen Namen. Boah, kann er so. Er kann Boko heißen, von mir aus. Da die passende Musik schon angelaufen ist, hier einige Erklärungen zum Chocobo World. Es ist ganz einfach. Im Menü speichern, Chocobo World wählen. Du kannst dann mit Chocobo World kommunizieren. Dreh erst einmal eine Runde. Viel Glück. Ja, wie gesagt, Leute, das mit den Chocobos hier in Final Fantasy 8 ist, aber wir haben eine Errungenschaft gekriegt. Ist aber nicht so das Wahre. So, was meinte er jetzt? Warte mal, ich müsste ja, wenn ich absteige, dann haut er doch gleich wieder ab, ne? Ja, oder so. Dann haut er auch ab.
Ich wollte aber eigentlich... Ja, hier kann ich das gar nicht. Wartet mal, wir gehen mal raus. So, ich will mal was gucken. Ach, hier. Aha, Mogwikit sucht Freunde, mit denen er auf Schatzsuche gehen kann. Niemand will aber mit auf den bösen Berg. Seine Freunde sagen, ey, das geht zu schnell. Ich hoffe, ihr könnt schneller lesen oder pausiert es einfach. Er entschließt sich nun dazu, ganz alleine dorthin zu gehen. 2 Tage vergehen, 3 Tage vergehen. Aber Mog ist immer noch nicht zurück. Momba sagt, ich kann Waffe finden. Kaktor sagt, ich kann Items finden. Aber Schoko Kid mit Angelhaken und Fernseher. Mhm. Okay. Unterwegs. Ah, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ein neues Abenteuer beginnt. Der Schokobo in der Schokobo World wird gelöscht. Trotzdem fortfahren? Nein. Der Schokobo kehrt nach Fernseher zurück. Okay. Nee, lass ihn mal unterwegs. Der Schokobo wird übertragen. Übertragen? Ach so, ist er unterwegs dann. Ach, okay. Man kann hier also ihn unterwegs schicken. Und dann findet er mal irgendwas für uns. Aber andererseits habe ich ja noch... also bevor ich das Spiel... Wenn man das Spiel beginnt, wo man auch das mit dem... sich hier die Zauber geben lassen kann und so. Schoko World wurde modifiziert. Bitte erneut abspeichern. Wie jetzt hier. Nehmen wir mal hier. Meint er das? Ja, anscheinend. Okay, dann haben wir das auch mal kennengelernt. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass das dann so in Schwarz-Weiß übelst verpixelt und gewesen ist. Aber dann mal sehen, vielleicht... ich muss das mal offscreen mal schauen, was das da ist. Da stand nämlich auch Schokobo irgendwas, wo man raufklicken konnte. Also bevor man das Spiel überhaupt gestartet hat, da im Menü. Muss ich mir mal anschauen. Ansonsten kann man wahrscheinlich hier hin und wieder mal da reinschauen. Oder der bringt einen heim einfach irgendwelche Items. Das kann ja auch sein. Wenn einer von euch natürlich das genau weiß, wie das funktioniert mit den Schokobo, kann das mir gerne mal in den Comments schreiben. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal in Schumidorf, um zu gucken, ob der Ultima Drawpunkt noch einmal zur Verfügung ist. Das dauert nämlich eine gewisse Zeit. Ich hatte jetzt, wo ich hier angekommen bin, habe ich noch mal 7-mal Ultima gekriegt. Muss natürlich wieder 5000 bezahlen. Und ihr seht, er hat keine Farbe. Und wenn er keine Farbe hat, dann ist da, glaube ich, nichts. Oder hat er schon Farbe? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Ich will jetzt keine 5000 noch mal rausschmeißen. Nur für den Verdacht. Na gut. Müssen wir später noch mal vorbeischauen, wenn wir wieder die Gelegenheit haben. Dann werden wir jetzt doch mal zum Trabia-Garten uns auf den Weg machen. Ist ja gleich hier in der Nähe. Ist ja auch nicht weit von hier entfernt. Das ist ja das Gute. Ah, ich sollte vielleicht noch die Leute mal voll heilen. Also wie gesagt, das mit dem Schokobrot ist jetzt nicht so wichtig. Ist eine kleine Nebenquest. Na, Nebenquest kann man es auch nicht sagen.
Aber ist nicht so gut gemacht. Ich finde, es ist am schlechtesten gemacht sogar. Im Final Fantasy VII, da hat mir das richtig gut gefallen eigentlich. Obwohl ich das in meinem Let's Play, glaube ich, nicht gezeigt habe. Aber privat hatte ich das mal gespielt. Hab mir da alle Schokobos geholt bis zum Goldenen. Hab die gezüchtet und alles. Ja, klar. Und... ja, da hat das richtig Fun gemacht. Allerdings hier ist das jetzt nicht so das Wahre. So, wir müssen eigentlich ja darüber. Aber ich glaube, weiter hinten, ne, war das gewesen. Ach, hier komme ich gar nicht rüber. Okay, dann fahren wir mal hier ein Stück runter. Wir kommen hier auch nirgends so rauf. Das ist ja blöd, da muss ich doch andersrum. Ne, andersrum war da nicht die... wir müssen hier irgendwo einen Weg finden. Gibt's aber keinen Weg. Ach, wie ich das hasse. Zu wenig Strände. Aber Moment mal. Vielleicht kam ich ja der eine Strand, wo wir gerade waren. Wir kamen zwar nicht von der Seite. Aber vielleicht kann ich das umfahren. Wo war der jetzt nochmal? Da vorne. Bevor ich hier den ganzen Kontinent umkreise. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ah, hier nicht. Okay. Das ist ja da drüben auf der anderen Seite, wo der Dings war. Nee, ich komme hier nicht rüber, ne? Oder? Doch, ich komme hier nicht rüber. Okay. Moment mal. Wir fahren mal am besten hier so ein Stück runter. Oh, sorry Leute, jetzt geht hier schon wieder ein Haufen Zeit für diesen Mist. Aber was soll man machen? Ich wollte da runter. Ich kann mir das einfach nicht merken. Hier eventuell. Hier sind Felsen, aber ich komme hier lang. Das sieht gut aus, Leute. Der Trabia-Garten war irgendwo in so einer Nische drin, ne? Nee, hier noch nicht. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich glaube hier, ne? Da haben wir ihn doch schon. Na, seht ihr. So. Und natürlich noch ein Zukreiskampf. Ja, leichte Gegner. So, der erste ist Geschichte. Ah, und jetzt macht Erwin und Trinoa, beide machen sie Gift. Tja, daneben, du Trottel. Hey.
Und noch die Fliege weg. Sehr schön. Na, so langsam leveln die beiden ja auch ein bisschen. So, dann mal rein ins Vergnügen hier. Das sieht übel aus. Oh, ja, kommt Selfie angerannt. Selfie! Ich glaube, Selfie, die stammt aus dem Garten hier. Die war vorher hier gewesen und ist hier aufgewachsen. Und dann ist sie ja zu uns, ne? Ein Volltreffer! Echt übel! Oh ja, der wurde voll erwischt. Ich gehe jetzt rein. Ja, tschüss. Bis später. Sei vorsichtig. So, wir gehen natürlich hinterher. Und die Musik ist weg. Squall. Habt ihr Selfie gesehen? Die rennt da hinten. War Selfie hier? Sie ist alleine reingegangen. Das war bestimmt ein Schock für sie. Hinterher. Ja. Schauen wir mal. Ah, es sieht ja hier auch alles zerstört aus. Ah ja. Oh, hier vorne liegt eine... Ich sehe doch, hier liegt doch irgendwas. Na, können wir wahrscheinlich erst später aufheben. Was haben wir denn hier? Blitzgar. Braucht das noch einer? Rinoa. 11-mal Blitzgar erhalten. Hi! Danke, dass du Selfie immer hilfst. Ich mach doch nichts. Irgendwas Positives sagen. Selfie braucht keine Hilfe. Sie macht alles wirklich blendend. Wow! Bist du gleich rot im Gesicht wahrscheinlich? Was ist denn los? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Danke für die Blumen. So, Selfie, alles okay? Hinten ist ein Sportplatz. Wartet bitte dort auf mich. Ich will noch mit ein paar Leuten sprechen. Okay. Da gab es wieder Lohn und wir sind wieder auf Rang A. Willst du Karten spielen? Schön, dich zu sehen, Selfie. Wenn ich mit dir rede, fühle ich mich schon viel besser. Hm, anscheinend nicht. Na gut, gehen wir aber erstmal hierher. Was ist denn hier los? Hey, du da. Wie geht's dir? Die Verletzten wurden mit dem Auto weggebracht. Nein, ich bin nicht verletzt. Ich bin nur krank. Ich bin so kaputt. Naja, dann ruh dich aus. Willst du Karten spielen? Nein, will er nicht. Okay, fragen wir den mal gleich. Scheiße, der Tomberi-König. Ich werde gleich eine GF beschwören. Ah, der träumt. Unbekannte Regeln. Tun ist die Galbadia-Regeln hinzu. Okay, der träumt. Ach, der will im Traum mit mir Karten spielen. Oh, Sam Plus. Random Hand. Boah, das wird ja immer krasser hier. Na egal, wir wagen eine Runde. Moment mal. Ach, ich konnte mir gar keine Karten. Ach, das ist natürlich eine Scheißregel. Das ist eine Scheißregel. Verdammt. Hm, welche spiele ich denn da zuerst aus? Am besten hier mal die. Ja klar macht der gleich das. Was? Wieso? Plus? Ich verstehe es nicht. Boah, wir haben hier den Dingsschneider dabei. Boah, ich habe Angst. Ich könnte hier verlieren.
Was mache ich denn jetzt nur? Wartet mal. Mist, verdammt. Das Ding verliere ich, Leute. Und ich weiß schon, was für eine Karte der sich nimmt. Oh, ich glaube, ich muss das dann nochmal nachspielen. Ich möchte nicht, dass der meine hier Odin-Karte kriegt. Das sind ja Scheißregeln. Dann quatsche ich den natürlich nicht an. Ich kann hier gar nichts machen weiter. Seht ihr das? Habe ich verloren. Na gut, Leute, dann mache ich mal hier einen Schnitt und werde das Ganze nochmal bis hierhin nachspielen. Und versuche natürlich, dann werden wir hier mit dem keine Karten spielen. Ah, ist blöde jetzt. Die Regel ist auch irgendwie kacke, finde ich. Dass man jetzt zwar offene Karten hat, aber dass man sich die Karten nicht mehr selber aussuchen kann. Das finde ich scheiße. Na gut, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.